Ja, guten Abend. Das ist ein ganz eigenes Gefühl, da ins Netz zu sprechen. Wir haben da seit den späten 80er viele Konzerte veranstaltet. Bei etlichen waren relativ wenig Leute da, aber sowas haben wir doch noch nicht gehabt. Ja, aus bekannten Gründen hat das IGA Jazz Festival Vienna Jazz Floor im November nicht stattfinden können. Jetzt versuchen wir halt, wie viele andere auch, einen Teil davon per Livestream-Konzerten nachzuholen. Dazu gibt es eben nächste Woche Freitag, Samstag zwei Konzerte und diese Woche Freitag, Samstag zwei Konzerte. Morgen das Max-Nagel-Trio und heute eine Premiere mit Wolfgang Reisinger am Schlagzeug und Christian Rainer an der Stimme. Ich wünsche einen schönen Abend. Danke. Für die einen etwas Zauberhaftes. Es war immer vor langer Zeit. Einer, der sich nicht genau sicher war, ob er ein König war oder vielleicht sogar einen Kaffee wollte. Fragestellung plötzlich. Dieses Mal? Ja, so die Art. Bitte gehen Sie hier lang, bitte gehen Sie hier lang, vorsichtig. Da drüben zum Beispiel. Hey, Hände weg von den Seilen! Hände weg von den Seilen! Also, hier lang.
und geben Sie die Hände. Vorsicht! Hier oben sehen Sie die Seilzüge. Die werden selten verwendet, aber trotzdem. Die 17 nach vorne, 34 und weniger. Hören Sie? Hände weg von den Seilen! Bitte, 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 bitte. Achtung, dritter Stock. So ist besser, so ist besser, so ist besser, so ist besser, so ist viel besser. So könnten Sie vielleicht dichter an den anderen entgehen. Aber wenn sich einer von den beiden täuscht, der kleine Junge war nicht die ganze Zeit alleine. Gregor war sein Name. Gregor hatte furchtbar große Hände. Das war nicht gerade die Sache, die die anderen gerne sahen. Und deshalb hieß es immer, hey, Achtung, da kommt Gregor mit den großen Händen. Ich weiß nicht genau, wie lang das her ist. Gregor fuhr am liebsten zu seiner Großmutter in den Garten. Da war er alleine und konnte graben, so viel er wollte. Gregor liebte Erde. Manchmal stand Gregor eine Weile da und begann vorsichtig zu graben. Nach einer Weile hatte man Gregor nicht mehr gesehen. Das wäre nicht weiter schlimm gewesen. Aber irgendwann ist er 3 Wochen nicht aufgetaucht. Hey! Hey, Gregor! Hey! Gregor! Gregor hörte nicht hin.
Sonne. Wer anderen Leute Himbeeren klaut, ist gemein. Es war einmal eine vierbeinige Krähe. Eigentlich hatte sie sogar fünf Beine. Aber darüber lohnt nicht zu reden. Eines Tages hatte sich die vierbeinige Krähe Kaffee gekauft und dachte: So, jetzt habe ich mir Kaffee gekauft, aber was mache ich jetzt damit? So, jetzt habe ich mir Kaffee gekauft, aber was mache ich jetzt damit? Jetzt habe ich mir Kaffee gekauft, aber was mache ich jetzt damit? Da kam wie zum Unglück ein Fuchs des Wegs. Er sah die Krähe und ruft ihr zu: Hey, du Krähe. Die Krähe ruft dem Fuchs zurück: Silberkrähe. Hier verschüttete die Krähe vor Ärger den ganzen Kaffee. Und du, Krähe, bist ein Schwein. Der Fuchs lief davon. Die Krähe aber kletterte auf die Erde hinab und ging auf ihren vier, oder genauer gesagt auf ihren fünf Beinen, zurück in ihr armseliges Haus. Ein Schwein! Jemand! Ein Schwein? Und was bist du? Ich bin eine Fee. Und was folgt daraus, dass ich eine Fee bin? Nein, das tust du nicht. Zigaretten. Und kaut auf seinen Fingernägeln. Thank you.
Man braucht nur 2 Eier und ein wenig Salz. Zwei schöne Beine. Eine Tänzerin hat zum Beispiel 2 schöne Beine. Man braucht sie zum Tanzen, um länger aushalten können. Hat sie 2 schöne Beine. Sind meistens ein Geschenk der Buben an die Mädelschaft. Auch in der Jugend. Der Elefant ist ein Zirkustier. Er braucht nicht besonders viel Nahrung. An der Kasse gibt es niemanden, der die Karten abreißt. Moment! Ein Elefant ist ein Zirkustier und ziehen in Rudeln gemeinsam. Und ziehen in Rudeln gemeinsam. Der Elefant ist doch ein Einzelner. Der Einzelne ist auch ein Weihnachtsbaum. Baum. Ich weine dann, wenn ich kein Geld habe. Wenn ich Geld habe, hört das Weinen auf. Ich weine tief bedrückt. Verpackte Wahrheiten. Ist eigentlich eine der vielen Schreibmaschinen. Sie zu schreiben steht eigentlich noch aus. Die Firma der verpackten Schreibmaschinen kann selbstverständlich nichts dafür. Eine Turnübung. Besser so. Vorsicht. So. Nach unten. Damit hat das eigentlich nichts zu tun. So, jetzt stellen Sie sich mal hin. Schauen Sie geradeaus. Stellen Sie sich hin. Oh! Und schauen Sie geradeaus. Bitte. Sie sitzen noch. Stellen Sie sich gerade hin. Heben Sie die Arme.
Stellen Sie sich auf ein Bein und jetzt versuchen Sie, das Gewicht zu verlagern. Von einem Bein auf das andere Bein. Jetzt mal auf die Zehenspitzen. Besser so. Sehen Sie, das geht doch, geht doch, geht doch, geht doch. Sehen Sie, die Netherband darf sie noch. Sehen Sie, das geht doch. Wieder nach unten. Der Handstand ist wie noch nicht allgemein bekannt eine Turnübung. Jetzt auf den Armen gehen. Den Kopf nach unten und pfeifen. Aber ganz am Ende kann niemand sagen, atmen Sie ein, atmen Sie aus. Ja, das ist ganz schön hell hier. Das ist ganz schön hell hier. Ah! Nochmal von vorn. Ein Raum. Anfangs dachte man ja noch, es wäre vielleicht irgendwie zu kalt.
Aber dann hat man doch festgestellt, naja, so kalt ist das gar nicht. Zumindest, wenn man sich bewegt. Also hatte Karl-Heinz gesagt, Moment mal. Wenn ich den ganzen Tag in meiner Wohnung sitze, dann wird mir kalt. Also versuche ich irgendetwas zu tun, um mich zu bewegen. Anfangs hatte Karl-Heinz die Idee, ganz einfach nur die Treppen hoch und runter zu laufen. Und wenn er in der Wohnung war, hat er immer versucht, mal nach unten zu gehen und wieder nach oben und mal nach unten und nach oben. Nachdem 2 Wochen vergangen waren, hatte Karl-Heinz gemerkt, dass das Ganze eigentlich nicht wirklich viel bringt. Ihm war trotzdem noch kalt. Karl-Heinz hatte einen Mitbewohner, mit dem er den Zucker auf gar keinen Fall teilen wollte. Deshalb sagte Karl-Heinz, es wäre ihm wichtig, dass es 2 verschiedene Zuckerdosen gibt. Eine für ihn und eine für den Mitbewohner. Es war eigentlich der gleiche Zucker. Und trotzdem war es Karl-Heinz wichtig, dass das nicht in einer Dose verpackt wird. Es wäre ja noch schöner. Das Konzert ist erst zu Ende, wenn der Kapellmeister erschöpft auf den Boden sinkt. Kettenkarussell. Hopp. Am liebsten war ihm aber die Geisterbahn. Es hat nicht lange gedauert, er hat sich 2 Karten gekauft und sofort sich in einen Wagen gesetzt. Das Witzigste war für ihn, wenn es ganz dunkel war und für sie, wenn es ganz hell war. Sie hatte eigentlich nichts dagegen gesagt. Aber an diesem Mittwoch in der Geisterbahn war er danach... Oh.
zu dem einen und zu dem anderen. Trotzdem muss man ganz ehrlich sagen, dass an diesem Tag in der Geisterbahn ganz schön was los war. Irgendwann in der Mitte stieg sie aus und er fuhr alleine weiter. Normalerweise dachte er, ist so eine Fahrt nach 3 bis 4 bis 5 Minuten vorbei. Aber dem war nicht so. Das hat gedauert. Kettenkarussell. Da drüben standen ein paar Kinder. Die hat er kaum bemerkt. Als es heller wurde, hat er sich im Spiegel erkannt. Aber sein Kopf war viel ovaler als vorher. Also zurück wieder zu den anderen. Kettenkarussell. Petersilie und Salbei. Sande, Verband. Morine, Sinnen. Damit. Das dauerte eine Weile. Sie hatte viel zu kleine Füße. Sie hatte viel zu kleine.
Landschaft 1. Eine Linie nach der Lerche. Der Höhe eine Linie nach. Der Lerche des Nestes. Gelärme im Silberhaus der Luft. Bahn kommt. Das Dampfross, die eiserne Sache. A. Rechts biegt der Rauch ab. Die Sonne grast überm Himmel. Fanggrün wirkt fahl, geht Schatten ufernd bergwärts. Nein und ja, klingt's aus Brunnenröhren, Rohren, Bambussen. Aus Wiesenquadraten, großen Seen, ohne Schwäne, es folgt seinen Lettern aufrechten, hingelegten, fallendes Laub. Wirkt weit weg. Drum es steigt doch kein Drache, steigt. Sommer steigt. Wind steigt. Regen. Doch steigt keine Rose. Auch in Tabellen heißt, rechne die Null ab, aber wie es weiter heißt, ziehe Erträge nach links. Geregne. An Horizonten von Nachbarn. Die sehen den Ochsen äsen. Alpakafarben die Stiere. Päonienkühe. Fernab. Deren Kälber. Der Mondmark. Junge Tiere in Mulden. In blätterndem Salz. Der Lefkojenäcker. Drin der Chinese die Furche erlernt. Die wie ein Pfiff. Die Schmetterlingsknäuel trifft. Oder die Luft der Forste Sibiriens. Reine, unbeackerte Erde. Immer die Vögel des Himmels.
wenn ich, ein Mann ohne Stern, mit meinen Puppen erfriere? Wer schmeißt mir eine Rose zu? Küsst du mich mit deinem Mund? Tag nahe. Küss mich doch du. Wie ein Falke. Wie ein Ziel. Wie ein ferner weißer Punkt. Wie eine Flagge weit ab im Frühlicht. Immer die Vögel des Himmels. Io mi messo in mente che dai lo sono i rimetti. Io mi messo in mente che dai lo sono i rimetti. Io mi messo in mente che dai lo sono i rimetti. Io mi messo in mente che dai lo sono i rimetti. Io mi messo in mente che dai lo sono i rimetti. Io mi messo in mente che dai lo sono i rimetti. Io mi messo in mente che dai lo sono i rimetti. Io mi messo in mente che dai lo sono i rimetti. Io mi messo in mente che dai lo sono i rimetti. Das Reh blutet. Die Sprossen der Wagenräder sind gebrochen. Ich habe seinen Handschuh verloren. Die Vögel fallen aus dem Neste. Trage dein Lamm auf der Schulter. Die jungen Tauben flogen auf das Feld. Nächte still und finster in großen Städten, hohe Häuser. Die Namen sächlicher Personen.
Gib mir das feinste Hemd. Die Zeit ändert alle Dinge. Vollständiges Lehrgedicht für Deutsche. Im ganzen Lande. Im Finsteren, in der Nähe, in Güte. Jenseits der Straße, jenseits des Flusses, jenseits des Grabens, jenseits des Grabes. Ein Wagen mit vier Rädern, ein Hund mit drei Köpfen, ein Gefäß mit zwei Henkeln, ein Mensch mit einem Fuße nach der Elle verkauft. Nächst Gott. Nächst dir. Morgens um die Zeit als Zeichen meiner Liebe. Über und über, solange die Welt. Ist das eigentlich so die Zeit, wo man die Band vorstellt? Ja, vor den letzten 10 Minuten. Ja. Wolfgang Reisinger am Schlagzeug. Und hier ist Christian Reiner. Also nicht Leilei, sondern Reiner. Ja, es ist Fasching, glaube ich. Aber wir feiern ihn nicht. Jetzt hören Sie gleich einen Text, wahrscheinlich von Robert Walser. Zarte Zeilen. Die Geliebte des beständig ein wenig vorwärts schreitenden, an seinem bisherigen Platz bleibenden, bekam ob dieses merkwürdigen Verhaltenswillen zierliche Anfälle eines außerordentlich lieblichen, mit ihm uneinverstanden Seins. Das auf sich Zählen eines Unberechenbaren, der sich selbst nicht zu ergründen imstande war und den diese Unfähigkeit in der Meinung, ein glänzender Rechner zu sein, nur noch bestärkte, hatte gleichzeitig etwas Belächelnswürdiges, wie doch weil manchmal bereits beinahe Beernsthaftigendes an sich. Die Ruine, ja.
jauchzte, die Frühlingsvöglein rissen ihre singenden Mäulchen riesengroß auf. Abkömmlinge der Wüste lasen in den Café-Restaurants mit undefinierbarem Behagen den durchschnittlichen europäischen Leitartikel, der immer wieder dieses eigentlich oft geistig verhältnismäßig ungewöhnlich bequeme Weltuntergangsproblem in Betracht zog. Geliebte versuchte diesen anscheinend Beschäftigungslosen mit vergeblichem Bemühen etwas Gestaltliches aus seiner Gestalt oder Gesellschaftslosigkeit herauszuformen, von seiner Rechtschaffenheit zu überzeugen. Ich hielt mich zeitweise für einen ausgezeichnet funktionierenden Prachtsreformatoren, sprach er mit unleugbarer Stimmannehmlichkeit. Sie versuchte ihm plausibel zu machen, er täte gut, in ein Sanatorium einzutreten. Aber die Festgestelltheiten seiner Gleichgewichtigkeiten lehnte jede derartige Vorsichtsmaßregelungszumutung erhaben. Immer wieder sprach der Direktor des Hotels mit wohlwollend rollenden Worten zum Herrenrollen interpretierenden, mit Gehirnbilligkeiten brillant ballspielenden, unumwunden bemerkt, nicht durchaus untalentierten, ich sage nur zögernd Burschen. Satan öffnete seinen mit wundervollen Zähnen ausgestatteten Rachen, als wolle er die Gesamtzivilisation verschlingen, was ihm jedoch zum Glück wesentlich zu beschwerlich vorzukommen schien. In den Bankkassen 5-Franken-Stücke zahlschalterliche, vermöglich klingende Tänze aufführten, trat in der Untergasse ein zartfühlender Knabe in eine Apotheke, um voll verzagender Gewagtheit für 20 Rappen Prophetenbeeren zu kaufen. Möchte gern mit blühenden Lippen an den süßen Sünden nippen, lispelte eine zärtliche. Alte Frauen und junge Mädchen trippelten die einsam steinernen Stufen eines Bahnübergangs empor, dessen Technik in ihrer Unbestreitbarkeit einladend und zugleich gleichsam rausschmeißend wirkte. Der einzig übrig gebliebene, aufmerksame, naive Literaturleser war ein stallknechthaft aussehender Privatmann, auf dessen Schultern ein Schulknabenkopf ruhte. Namenlos zarte Sätze aus dem Mund oder der Feder von schon im Jünglingsalter dahingewelkten Angehörigen der fantasieduftenden Romantiker-Epoche besaßen im rasselnden Alltag eine eigentümlich mächtige Wirkung, beinahe wie Schlösser, die mit feinstem Dimensionsempfinden gebaut wurden in einer Mietskasernenumgebung. Du schätztest mich damals gering, und jetzt ist deine Erscheinung eine Bitte, sprach in einem mit Stadtansichten tapezierten Korridor eine Bescheidene zu einem Hochtrabenden, der jetzt zu seiner tiefen Befriedigung und zu ihrer nicht unangenehmen Überraschtheit ein anderer war, und sie ging in die Schönheit einer nicht ohne Wehmut durchflochtenen Würde gekleidet, an dem über seine Betretenheit Glücklichen zunächst ruhig vorüber. Bahnsteige sind gewöhnlich mit Unterführungen verbunden. So womöglich auch hier, wo langsam erzählt wird, eine Erkennungsszene habe stattgefunden. Ich frage mich nicht, ob vorliegender Vorgang wertvoll sei oder nicht. Thank you.
Zuleder, erstens, es gibt niemanden, der einen Fisch verspeist. Zweitens, wenn man irgendwann einen Wagen fährt, sollte man vorsichtig sein. Jetzt! Vielen Dank fürs Zuhören. Wir spielen jetzt noch. Eine kleine Nummer. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Danke. Ich glaube nicht, dass man damit... Hören Sie mal. Hopp! Sie fallen so oft hin, dass ich Ihnen empfehle... Salat! Gleich mehrere Pflaster zu kaufen. Jetzt! Der stand eine Weile auf der Straße. Jetzt! So,
geht er rein! Das ist eine schöne Geige! Danke sehr. Unser erster Versuch in diese Richtung. Wir bedanken uns bei den Kollegen von Blauschacht für die technische Umsetzung, bei Karl Vancour und der Klangfarbe für Support von diversen Gerätschaften und hoffen, dass Sie morgen wieder dabei sind beim Max-Nagel-Trio. Danke.